reguläre Möglichkeiten dahinter. Wenn jemand tatsächlich ausmacht, einen Satz ausmacht, egal bei welchem Spielstand, sofern eine komplette Partie mit dabei verbunden ist, bekommt der andere Spieler nochmal die Chance eines Nachstoßes. Und wenn er den Satz ebenfalls beendet, dann könnte man noch weitermachen, wie im Tennis ungefähr, immer im Wechsel hin und her. Bis einer auf der Strecke bleibt. Das wäre zumindest etwas Individuelles. Ich merk immer wieder, du hast andere Ideen und andere Gedanken dazu. Du machst dir viele Gedanken und so habe ich es auch noch nicht betrachtet. Mit dem Nachstoß aus dem Karambolage, das hatte ich immer nur mal im 14-1 in Erwägung gezogen, weil eigentlich, also von der Grundidee ist, es kann ja nicht sein, einer stößt an, einer schießt aus. Der andere hat Pech gehabt und einer schießt 150 zum Beispiel und macht dann aus, dann müsste der andere eine Chance haben, die auch zu machen. Ja, aber wie würden die anfangen? Ja. Das geht ja eigentlich nicht, im Nachstoß zu sagen, okay, es wünscht dir was, darf ich mit dem Breakball anfangen oder es wünscht dir was, ich darf einmal reinhauen und dann anfangen. Das ist eigentlich schwer praktizierbar. Im 9-Ball, 10-Ball oder 8-Ball wäre es sicherlich einfacher zu sagen, okay, vielleicht auch, wenn einer mit Minimum 2 Partien ausgemacht hat, nicht eine unbedingt am Ende, aber 2 Partien, dass der andere eine Gelegenheit erhält, auch nochmal. Genau, das wäre auch interessant. So hinterher und dann zu haben wir auch die Chance, doppelte Sensationen zu kriegen. Ne? Stell dir vor, einer macht richtig viele Partien an aus und der andere kommt noch hinterher. Gut, das wäre natürlich wahrscheinlich sehr selten der Fall, aber wenn es so wäre, es wäre wieder... Eine Sensation muss selten der Fall sein, sonst ist es ja keine Sensation. Es wären wieder Legenden, die sich... Genau, und das brauchen wir, das brauchen wir. Okay, nochmal eine. Das hatten wir auch schon. Das hatten wir schon mal mit 3 Anstößen. Dry Break. Das ist ja auf der Eurotour gespielt worden. Wird nicht mehr gespielt. Eurotour ist reines Wechselbreak. Ja, wir diskutieren gerade wieder. Der Ugo steht noch bei uns und er sagt, ein System wie im Tennis einzuführen. Jeder hat 2 Breaks oder 3 Breaks. Das ist auf der Eurotour eine Zeit lang probiert worden. Da hat man es aber auch wieder eingestellt. Da wird ja jetzt auch ein reines Wechselbreak praktiziert. Ja. Okay, diesmal hat der Holger nicht so akkurat getroffen. Ist zwar wieder was gefallen, aber ist safe. Führt mittlerweile 3-0, während wir uns über hier nochmal die Tappen und... Schau mal, die lockere Köhführung hier. Alles ist ruhig, nur der Arm bewegt sich. Und jetzt ist alles drin. Ja. Und die 9 ist über 4 Banden gefallen. Hat ungefähr 5% bei 100 Breaks. Wie oft du schon angestoßen haben musst, um das alles rauszufinden. Das nicht nur 100 Breaks, sondern ein paar Tausend. Jetzt weiß ich auch, warum du keine Turniere mehr spielst, weil du einfach mit Prägen beschäftigt bist, dir Quoten reinzutun, was wie oft fällt. So, Holger hat jetzt wieder Push gespielt. Also das letzte Mal Push gespielt hatte, beim Stand von 1-0, hat sich Mustafa für Safe entschieden, woraufhin Holger ausgeschossen hatte, was ihm nicht ganz gelang. Den würde ich zurückgeben. Der liegt sehr, den würde ich wahrscheinlich sogar auch zurückgeben. Er sieht sie zwar, aber es ist so schwer, die Weiße zur 2 zu bringen. Und alles andere ist... Ja, ich interessiere mich einfach, was er sich dabei denkt. Genau, das wäre die Frage. Mach du mal, was willst du denn eigentlich? Genau. Die einzige Chance, die ich hier sehe, wäre, so voll wie möglich die 1 noch zu treffen, dass die Weiße hinter der 2 geparkt werden kann. Aber das verlangt wahnsinnig viel Tempogefühl. Ja, und es ist immer die Scratch-Gefahr da, dass die Weiße im Eckloch abgeht und wenn er zu leicht spielt, dass die Weiße einfach die 1 an der kurzen Bande und er sieht sie und dann ist auch wieder vorbei. Aber ich glaube, das wird der Stoß werden. Hier, er hat ihn auch zurückgegeben an Holger. Ja. Wahrscheinlich hat er uns zugehört, ne? Und so, jetzt RB, jetzt sehen wir, was der alte Mann sich dabei gedacht hat. Hinter die 2. Zu kurz dafür. Ja, aber das hat er vorgehabt. Aber es sah auch danach aus, als hätte er sich bei dem Ball nicht wirklich wohlgefühlt, sagen wir es mal so. Ja. Ein Wohlfühlball war es sicherlich nicht. Ich weiß gar nicht, warum sie plötzlich die Shot Clock außer Betrieb genommen haben. Die steht konsequent auf 35. Ja. Gestern habe ich noch gedacht, das ist die Temperaturanzeige hier im Raum, aber... Gut, heute kann das ja nicht der Fall sein, nachdem es eigentlich nur am Regnen ist die ganze Zeit. Irritiert war ich dann, als die immer runtergegangen ist und ich habe schon mit dem Temperatursturz gerechnet, weißt du? So, wir sehen eine Sicherheit von Mustafa, die, wenn sie hinter der 10 liegen bleibt, sehr schön gespielt war. Die war wirklich gut. Ja, sehr schöner Ball.
Vielleicht kann er die Partie doch noch ein bisschen offener gestalten, obwohl er jetzt 3-0 schon zurückliegt. Dafür müsste er jetzt aber den Anschluss schaffen und ja, es ist... Holger Gries, auch Besitzer eines Billardcafés in Karben, ist das richtig? Er war mal mit Geschäftsführer von dem Billardcafé in Karben. Er ist nun seit mehreren Jahren schon Besitzer eines Mobilfunkgeschäfts. BIG Mobile in Bad Vilbel. Darf man Werbung machen? Echt? Ja, natürlich darf man. BIG Mobile. Da wusste, dachte ich eigentlich, das gehört der Wolfgang mit dazu. Ja, der Wolfgang Röbisch, dem gehört so die BIG insgesamt. Der hat es gegründet und es gibt verschiedene Läden, auch in Karben, in Frankfurt mittlerweile. Mhm. Und Holger macht den in Bad Vilbel und das ist sein eigener Laden. Das ist wie eine Art Franchise. Also. So, gejumpt, getroffen, wie er wollte wohl. Und jetzt sind wir gespannt, was Mustafa Fidan aus dieser Vorlage macht. Das ist mal eine erste richtige Gelegenheit für ihn. Interessant finde ich die Aussage von ihm, dass er ein sehr emotionaler Spieler ist. Ja, dann hoffen wir, dass er die Partie ausschießt, nicht, dass noch was passiert. Natürlich. Wir hoffen nur das Beste. Was ist da hinten für eine Ansammlung? Da hinten stehen lauter Billardküken. Was ist das für eine Veransammlung von Billardküken da? Ja, das ist auf jeden Fall, das ist die... dreimalige deutsche Meisterin der Jugend, Veronika Iwanowskaja, die da steht. Die zweimalige Titelträgerin der A-Jugend, Simone Künzel. Der österreichische Jugendchamp Mario Hee. Übertreib nicht, Billardküken war schon richtig. Ja, also ich glaube, die sind zu siebt noch keine 100 Jahre alt. Okay. So, machen wir hier weiter. Ja, Mustafa hat seinen Einstiegsball getroffen. 2, 3, 4. Gott, das ist so schlimm mit mir. Ich rede nur Müll. Kommen Sie. Du verlierst hier dein Kabel. So, passt noch. So, erster Test ist von der 4 zur 5, würde ich sagen. Das ist, wie sagt man so schön, der Keyball. Das heißt Schlüsselball. Mann. Das erinnert mich immer an meine Kommentatur in Englisch bei der Eurotour. Ja. Da habe ich immer herbe Kritiken einstecken müssen wegen meinem schlechten Englisch. Ja? Aber das kam hauptsächlich von den Deutschen. Die Engländer haben sich weniger beschwert. Das fand ich witzig. The Germans. Eine alte deutsche Tradition. Ja, wo möchte er jetzt hin? Jetzt sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Wenn er die Tasche ausnutzen kann, dann bräuchte er wirklich wahnsinnig viel Feingefühl, hier mit Druck genau zwischen 7 und 8 zu kommen. Das ist schon sehr schwer. Heftig. Ich wäre fast geneigt, die Kugel etwas weiter als zur Mitte zurückzuziehen. Ja. Aber dann hat er auch, er kreuzt seine Ablage und hat das Problem, dass die Weiße bei Zeiten stehen bleiben muss, wenn er weiterspielen möchte. Ein bisschen zu kurz, ein bisschen zu lang und er versteckt sich selbst in der 6 oder 7. Ja. Das schaut er sich aber genau an, die Position, wo du gesagt hast. Mhm. Was ist, wenn er einen Superzug macht über zwei Banden? Ein Superzugball? Ich glaube, dafür hat er zu viel Winkel, oder? Das kann sein. Ich glaube, wenn er das zieht, kommt er sogar... Von der Headkamera vielleicht. Ich glaube, er kommt zwischen 6 und 7 durch, wenn er hier, zieht. Hier, siehst du? Wie wäre das mit Superzug? Hm? Ich glaube, er bleibt eher auf der 6 hängen. Wenn er so hart reingeht, drückt er sie auch ein Stück rüber. Aber es wäre doch schön zu sehen, so ein super Zugball mit vielen... Ja, jetzt mal richtig Action, tief links, ja, ja. Zwei Banden, touch die 7. Mein alter Meister hat immer gesagt, dein Job ist es nicht, tolle Bälle zu zeigen, sondern Spiele zu gewinnen. War das der Herr Kim? Das war Mr. Kim. Ja. Da kann ich an der Stelle vielleicht meine erste Eigenwerbung machen. Demnächst kommt mein neues Buch dabei raus. Ja? Dein neues Buch nach modernes Pool, progressives Pool, als zweites kommt nun? Das wäre das fünfte Buch. Übrigens, jetzt, er sieht sie nicht. Da fällt mir ein, wenn er sie nicht sieht, gibt es einen Ball, der heißt Such den Schatten. Oder? Sieht er sie doch? Nee. Es ist nicht genug, um sie zu versenken, aber genug, um den Safe zu spielen. Das war der... Such den Schatten heißt der. Den habe ich mal gesehen in einem Buch. Welch Wunder, von Ralf Eckert. Echt? Da gibt es Bücher drüber, über so komische Optional Themen. Einen Bänder zu probieren oder einen Mehrbänder und die Weiße bewusst in einem Schatten eines anderen Balles zu lassen. Ja, ich habe deine Bücher beide gelesen, wirklich. Ich kenne vom Schwarzen Peter über die anderen Critical Shots jegliche Situation. Okay. Die Beeinflussung der Farbigen durch einen Kiss-Shot und alles gelesen, ja.
Und der Holger? Oh, wow, macht natürlich über klasse Vorbande Kickshot. Rein. Hervorragend. Manch die zweite anderer, Bande mitgenommen für die Stellung. Manch anderer hätte hier den Jump Curl rausgeholt. Ja. Und das ist halt, ich sag mal, Holger spielt seit Beginn der 80er Jahre Billard, ist im Achtball letztes Loch groß geworden und hat viele, viele Matches gespielt, Achtball letztes Loch und natürlich dann auch dementsprechend hervorragende Vorbandespieler. Also noch alte Schule. Ich bin fast der Ansicht, dass man über Vorbande früher noch besser getroffen hat wie heute. Ja, früher okay. Gab es keine Jump Curls. Genau. Wenn es nach mir geht, könnte man sie auch wieder abschaffen. Also ja, hätte ich nicht. Ich brauche das nicht. Ja, da löst der Holger das Safe, indem er ihn einfach reinschießt und das 4-0 macht. Das muss etwas frustrierend für Mustafa sein. So viel hat er noch gar nicht verkehrt gemacht in dem Satz. Wirklich nicht, ne? Er hat ein Safe probiert, ist nicht gelang. Er hat eine knifflige Stellung eben auf die 5 gehabt, die vielleicht 1 cm zu kurz vielleicht geraten ist. Vielleicht ist ein Topspieler und wir kriegen es gar nicht mit. Wer weiß. Kann alles passieren. Auf die Frage dann, wie war das dieser Klassiker, der auch Running Gag unter Billardspielern, was gibst du mir vor? Ich kann dir gar nichts vorgeben, weil ich weiß ja nicht, wie gut du spielst. Genau. Okay. Und hier wieder Fefzi, so ist der Name von dem Schiedsrichter im Einsatz. Macht seinen Job auch ganz gediegen hier, den ganzen Tag über. Völlig entspannt. Es ist ein Schiedsrichter, der die ganze Zeit am TV-Table aufbaut. Seit gestern. Puh, das ist sehr anstrengend. Ich habe das mal bei der Deutschen Meisterschaft vor ein paar Jahren gemacht und also nach so einem Tag taten mir dermaßen die Schultern weh vom permanent Stehen mit den Händen hinterm Rücken, was er jetzt auch wieder tut. Tun einem so die Schultern weh. Was passiert jetzt von der Kameraeinstellung her? Und sie hier so, gemeinsam auf jeden für Fall den Billardsport hier. Der Score. Busch, Billard und Sport, ja bitte. Der Score ist noch nicht gestellt auf 4-0. Ja, da hinken die immer ein bisschen hinterher. Das passiert gewöhnlich. Ja, die Leitung ist vielleicht auch ein bisschen lang. Vom Tisch zum. Extrem lange Leitung, weil die geht über so ein Kabel. Das ist hochgerollt. Ja, das ist immer so. Ich glaube, da steht auch einer gerade auf der Leitung. Die hören uns nicht mal. Das kann schon passieren. Schauen wir den Break. Guck mal, er wechselt den Break von der Mitte auf die Seite. Das verstehe ich nun gar nicht. Aber gut, wir werden sehen. Erfolgreich. Ähnliches. Oh, drei Kugeln. So und in der Mitte von der 4 gebremst. Eigentlich wieder hin. Schau dir das Layout an. Guck mal, wärst du da? In Anbetracht dessen, dass die 3 und die 4 absolut verschlossen sind. Und die 1 jetzt gut zu sehen ist, die 10 vor dem Loch liegt. Meinst du, so eine Carambolage könnte man ansagen, von der 1 zur 10 über eine Bande? Die weiße als Kissshot über eine Bande auf die 10 laufen zu lassen? Mhm. Schau dir die an, die 3 und die 4. Es ist die, auf der anderen Seite liegt die weiße, er hat den Winkel im natürlichen Weg, um für safe auf die 3 zu stellen. Nur zu spinnen, ja. Also versuche das tun wir oft als Billardspieler. Natürlich ist es kein wirklich in Erwägung zu ziehen, der Stoß jetzt auf die 10 zu gehen. Ich finde sowas dann immer auch ein Tick weit, als Gegner würde ich mich dann so gar nicht ernst genommen fühlen, wenn mein Gegner dann mit sowas anfängt. Hey. Ja, da ist ja keine Option auf safe dabei und wobei, wie gesagt, er kann über zwei Banden den natürlichen Weg, ein bisschen Linkseffekt. Option auf Safe ist nicht dabei, aber es ist auf Safe stellen. Die Versicherung ist halt dabei, weil die zwei da immer noch beisammen sind. Er stellt ihn sogar so direkt auf Safe, aber so wie er am Tisch steht, wollte er gar nicht dahin. Er hat selber ein Safe kann gespielt ich, jetzt. Aktuell. Kann ich verstehen, die 7 ist im Weg. Die eigenen Safes sind die besten. Ne? Habe ich schon gehört von dieser Legende. Jetzt ist wieder ein bisschen Krach hier im Hintergrund. Ja, es ist wieder der sogenannte Kids Club. So. Ich weiß gar nicht, ob er da direkt rankommt. Doch, er hat tatsächlich einen Jump Curl in Besitz. Das muss ihm einer geschenkt haben. Muss ihm einer geschenkt haben. Naja, ich meine, wenn man, stell dir vor, du fährst auf ein 9-Ball-Turnier nur mit einem Kö, ja, das wäre wie wenn du auf eine Schießerei mit einem Messer gehst. Die Untouchables, typisch Spaghetti mit einem Messer zu einer Schießerei. Er hat mich ertappt beim Filmzitat. Vorbande die 4 als Kombi oder direkt drauf? Ne, eine Bande die 10. Eine Bande die 10, ja klar. Mit Option. Logisch, hast du das nicht gesehen.
Oh, der war schon...